heute ist ein ganz besonderer Tag. Der 20.02.2021. 21 steht für Neubeginn und wir sind auf dem Weg nach Darmstadt und holen da den Olaf, den Pflegehund, ab. Und für ihn ist heute ein ganz besonderer Tag, nämlich der Start in ein neues Leben, weg von all dem Leid. Und wir hoffen, dass die Fahrt gut war. Das heißt jetzt wahrscheinlich über 20 Stunden im Auto aus dem Süden von Spanien bis hierher. Ja, mal schauen, wir sind gespannt. So, endlich angekommen. Nachdem der Kleine jetzt wahrscheinlich schon 24 Stunden auf der Straße verbracht hat, sind wir jetzt endlich da. Olaf, jetzt hast du es geschafft. Du Süßer. Mein Süßer. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz tolle Ölmischung, speziell für Tiere, Pet Care. Und zwar ist der kleine Podenco-Mann Gandalf frisch aus Spanien zu uns gekommen. Und ja, das ist ja immer total anstrengend für die Tiere. Wir sind über 20 Stunden im Transporter eingesperrt und das ist für viele auch keine schöne Erfahrung und ziemlich anstrengend. Und da, wo sie herkommen, also er kommt jetzt aus Spanien, ist es ja auch so, dass sie da viel Schlimmes erlebt haben, oft von der Straße kommen oder negative Erfahrungen gemacht haben. Und da ist es auch ganz gut, wenn man die einfach willkommen heißt mit so einer Ölmischung, die unterstützt einfach, das Negative loszulassen. Und hier in der Mischung, da ist Weihrauch, Lavendel, Mandarine und das ist eine ganz tolle Mischung, um einfach negative Emotionen loszulassen und einfach anzukommen. Mandarine unterstützt das gute Gefühl, die gute Laune, Weihrauch balanciert und bringt einen in die Ruhe und in die Stille und in die Kraft. Und der Lavendel beruhigt den Geist, lässt einen runterfahren und so ist es eine ganz tolle Mischung, um die Tiere zu unterstützen, hier anzukommen und alles Negative einfach loszulassen. Ein kleiner. So, gucken. Ich nehme mal einen Tropfen auf die Hand. Reibt das. Lass den erstmal riechen. Und je nach Größe würde ich dann so zwischen 1 bis 4 Tropfen, also bei ihm 1 Tropfen, wenn die Tiere die Öle noch nicht kennen, sowieso mit einer geringen Menge anfangen und dann einfach ganz sanft über den Rücken verstreichen, auf das Herzchakra, hinter die Ohren,
auch die Pfötchen. Und das Ganze einfach wirken lassen. Die Tiere können dann schnell entspannen, kommen in die Ruhe, genießen die Massage, kommen an und man stellt auch eine schöne Verbindung her. Und sie haben ein positives Gefühl im neuen Zuhause. Und es ist wirklich eine Wohltat für das Tier wie auch für mich, den Duft zu riechen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du möchtest, beim Ausprobieren der tollen Tieröle. Galia gibt erstmal, hier krabbelt nämlich locker eine Ameise. Und wenn du es mal riechen möchtest, schicke ich dir gerne duftende Post. Ich finde, es riecht ganz großartig. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.